Hallo, hier ist GGC Snipemare und ihr guckt euch unser Commentary-Video an vom Clan War gegen Free Hux. Wir spielen Capture the Flag auf MLG Sanctuary. Wir haben uns überlegt, wir machen mal wieder ein Commentary-Video. Ich bin hier nicht alleine, GGC Toast ist noch da. Hi. Und GGC Quickscope. Yo. GGC Toast wird euch jetzt ein paar Sachen genauer über den Clan War erzählen. Genau, wie gesagt, der Clan War ist gegen Free Hux. Wir haben eine Anfrage bekommen, haben natürlich direkt zugesagt. Der Clan War wurde am Freitag ausgetragen. Und zwar haben wir ich, GGC Toast, der Max, GGC GGC Russia und GGC Bullet mitgespielt. Ja, das ist die zweite Runde von insgesamt drei Spielen. Die erste war auf Element. Und zwar Slayer, MLG Slayer versteht sich. Und ja, die haben wir ziemlich knapp nur gewonnen. Und zwar, ich glaube, 50 zu 48. Ja. Und die dritte war auf welcher Map, Max? Das war Viridian, war das. Viridian. Genau, und da haben wir Capture the Flag 5 gespielt. Und ja, da das haben wir auch gewonnen. Und zwar 5 zu 4. Ja, genau, 5 zu 4 war das. Quickscope, wie wär's, wenn du noch was über die neue V5-Montage erzählst? Ja, also heute ist die V5 rausgekommen. Ich weiß ja nicht, wann ihr es guckt. Die V5 ist halt unsere neueste momentan. Die ist wirklich sehr gut gelungen, das muss ich zugeben. Die beste, die wir gemacht haben, finde ich. Da hat sich GGC One-Shot wieder übertroffen. Unser Editor. Das ist wirklich ein Meisterwerk eigentlich. Naja, auf jeden Fall. Schaut sie euch an, ist echt sehenswert. Wir haben uns echt verbessert über die ersten vier Montagen. Ich meine, weil wir haben jetzt auch viele MLG-Clips in der V5. Die hatten wir vorher noch nicht drin. Haben wir anfangs noch in der V1 und V2-3 so SWAT und Team Snipers und sowas gespielt. Sind wir jetzt halt MLG und weiß ich, Classic Slayer, aber das ist dann nur nicht in der Montage drin. Ja, okay. Ja, was wir auch noch dazu sagen müssen, wir haben ja angekündigt, dass die V5 ein bisschen länger gehen wird. Wir haben gesagt, ja, komm, die fünfte Montage, die muss länger sein. Die wollten wir eigentlich 8 Minuten oder so machen. Allerdings hat das Programm irgendwie ein bisschen gefailt und die konnte dann doch nicht so lang sein. Deswegen geht es jetzt doch nur 4 Minuten. Allerdings, dafür kommt eben die V6 ein bisschen früher raus als sonst geplant. Ja, genau. Wie gesagt, unser Editor hat sich dann halt die ganzen Clips von uns geben lassen. Es waren dann deutlich zu viele. Wie schon gesagt, das Programm Sony Vegas hat ziemlich rumgespackt, sodass es dann nicht funktioniert hat. Aber halt kommt dann die Montage deutlich früher rauf. Hier habe ich mir jetzt die Rocket geholt. Und war so schlau und habe meine DMA abgelegt und laufe jetzt mit einer leeren Sniper rum. Und zwar ein paar hier. Mal hier schön im Ring 2. Ah, das hier doch. Jawohl. Das soll aber auch sein. Nice. Ja, schön. Was weiß ich, wie viel Schuss sind da drin gerade? 30, wenn es hochkommt. So. Nein. Hier zweimal wollte ich ausnocken. Nein, doch mit dem DMA. Genau. Ja, wollte er weg, Body Shot, macht man nice. Nicht. Ich wollte nochmal anmerken, der Clan War, der soll nicht als Diss oder sowas rüberkommen, sag ich mal. Ein paar Leute meinten, dass unsere Videos, unsere Perfections, Double Team oder 40er Serien einfach nicht so gut sind, weil sie halt gegen, sag ich mal, nicht so gute Spieler waren. Und deswegen haben wir uns überlegt, laden wir mal ein spannenderes Gameplay hoch. Wie zum Beispiel hier halt den Clan War gegen Free Hux, die sind echt nicht schlecht. Der eine ist sogar ein Inheritor, also der höchste Rang in Halo Reach. Also Respekt, dafür muss man schon ordentlich viel Zeit reinstecken. Auf jeden Fall, wir pushen hier gerade die Flag, und da ich ein bisschen aufgeräumt hatte in der Base. Ja, und hoffen wir mal, dass es Punkt wird. Jo, ich weiß jetzt nicht genau, worüber ich reden soll. Ich habe jetzt schon so viel hier rumgelabert. Deswegen werde ich weitermachen. Und zwar. Danke, Timo. Genau. Bei der dritten Runde des Clan Wars, die auf welcher Map war, ich kann mir diesen Viridian nicht merken. Genau. Viridian. Dankeschön, ich hasse diese Map. Ja, wir hatten die Map vielleicht einmal, zweimal davor gespielt, also insgesamt, und wir hatten einfach komplett gar keine Ahnung, wo welche Waffen liegen,
Kaymo haben wir dann irgendwann später gefunden. Also falls wir das noch hochladen werden, werdet ihr sehen, am Anfang haben wir gar keinen Plan. Wir wussten auch überhaupt gar keine Callouts und genau. Ja. Hier wollten sie gerade auch noch die Flag pushen. Ja, na, ich glaube, die machen jetzt sogar noch den Punkt, glaube ich sogar, ja. Ja, ich bin ja gerade down. Mit. Ja, jetzt haben sie gleich drin. Genau, während dem Clan War gab es auch noch ein paar, nennen wir es mal, Missverständnisse. Und zwar, wir hatten die ersten beiden Runden gewonnen. Und wir hatten natürlich gedacht, Best of Three, also wer zwei Spiele gewinnt, hat das Clan War gewonnen. Und ja, das haben sie allerdings anders gesehen. Sie dachten Best of Five, wer drei Spiele gewinnt. Und das fanden wir natürlich ein bisschen scheiße erstmal am Anfang, weil wir gedacht haben, ja, die waren jetzt, wollen jetzt nur noch mal eine Chance haben, irgendwie noch mal was rauszuholen. Und ja, ich weiß nicht, ob sie das jetzt gemacht haben, was weiß ich, weil sie noch mal einen Punkt haben wollten oder vielleicht war es wirklich ein Missverständnis. Naja, egal, auf jeden Fall haben wir gesagt, komm, dann machen wir noch eine dritte Runde, werden wir auch noch mal schaffen. Und ja, genau, dann haben wir noch die dritte Runde gespielt. Und die haben wir auch gewonnen. Ich wollte noch mal sagen, während des Clan Wars war ich beim GGC Quickscope zusammen mit dem Russia, zusammen mit GGC High Quality, zusammen mit GGC Pro Gamer. Später kam auch noch GGC Game Over, also wir hatten da eine fette LAN-Party. Wir haben mir und Russia alle fest die Daumen gedrückt, also es war echt eine Top-Atmosphäre und super Unterstützung. Ja. Nochmal danke an alle, die da waren. Es war echt super mit euch. Also wir machen oft LAN-Partys, sagen wir es mal so, einmal im Monat ist mindestens Pflicht. Junge, jede Woche. Also nochmal danke an Quickscope, dass er auch dafür mal seine Wohnung zur Verfügung stellt. Ja. Und natürlich an Stevens Mom. Geil, Junge. Aber nicht. So, ja. Das einzige Problem war daran, wenn so viele Leute an einem WLAN-Netz hängen, leckt es manchmal ein bisschen. Ja, ja, und das stimmt. War, wir haben davor uns aufgewärmt gegen KFC. Das ist ein anderer Clan. Die haben uns super eingespielt, allerdings ist der Max da einmal auch rausgeflogen und hat mir gedacht, dass es eben nicht während dem Clan War passiert ist. Ja, das stimmt, wir hatten da auch halt MLG CTF3 gespielt gegen KFC. Also wir sind ganz gut mit denen befreundet, spielen oft mit denen 8er Lobbys MLG, haben immer echt viel Spaß mit denen, die sind richtig korrekt alles. Und wie gesagt, wir hatten da eine 3-0 Führung mit der Flag. Wir haben 5 Flag dort gespielt sogar. Ja. Auf jeden Fall, wir hatten eine 3-0 Führung. Das Spiel ging, glaube ich, noch 5 Minuten. Ich sitze da so, nehme den Rusher, hatte gerade irgendwie ein Killing Spree oder so, war ganz gut drauf. Auf einmal sehe ich, wie ich den Black Screen krieg. Guck bei dem Rusher auf dem Bildschirm, der schön im DMA-Duell. Ich guck wieder auf meinen Bildschirm, sehe dann nur schön die ganzen Statistiken. Dachte ich mir so, geil, Disconnect. Hoffentlich passiert das auch im Clan War, das würde uns natürlich sehr, sehr weiterhelfen. Aber wir haben noch gewonnen die Runde. Ja, stimmt, ihr habt das 3-0 souverän gehalten. Aber Hauptsache, beim Clan War ist nichts passiert und ja. Wir haben das Ding nach Hause geschaukelt. Beim Clan War war auch die Verbindung eigentlich perfekt, oder? Also gab keine Probleme. Im Gegensatz zu jetzt gerade schon. Ja, Steven, dein Headset leckt wieder gerade krass rum, wie ich höre. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht bei der Aufnahme oder so. Ich hoffe, das ist nur an diesem scheiß Skype, also... Skype FTW, Mann. Weiter. Nehmen wir einfach ein bisschen weiter auf. Gucken wir am Ende. Ja, genau. Gut. Übrigens, nach dem Clan War kam denn der It Snooker an. Der meinte, ja, gutes Spiel und so. Fand ich auch. Nice. Der hat dann auch immer gefragt, ob er ein 1v1 gegen mich haben kann. Zuerst war ich da ein bisschen skeptisch, so. Sag so, warum will er denn jetzt ein 1v1? Aber dann habe ich mich halt doch irgendwann rumreißen lassen. Hab dann auch 2-0 gewonnen, glaube ich. Hatte zwei schöne Spiele mit Noscopes und so. Aber der Snooker ist echt nicht schlecht, also wenn ihr irgendeine Herausforderung oder sowas sucht, könnt ihr den, glaube ich, gerne mal fragen. Ich glaube, der steht voll auf 101s. Auf jeden Fall ist ein echt netter Kerl. Hier haben wir gerade probiert, jetzt noch die dritte und letzte Flagge endlich zu holen. Ja. Haben wir ein bisschen gefailt. Wie ihr wisst, denke ich mal, mindestens zwei Gegner müssen down sein, damit man eine Flagge pushen kann. Ja, hier hat es leider nicht so ganz geklappt. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt 2-1 Führung, es geht bis 3. Also... Wir sollten relativ bald die Flag reinbringen und dann haben wir auch schon den Sieg. Also die Runden waren echt nicht schlecht. Ach, und noch die versprochene MLG Perfection von Maxi werden wir, denke ich mal, auch noch hochladen irgendwann. Ja, die war jetzt zwar nicht so der Burner. Wie gesagt, ich glaube, noch nie hat jemand ein Spiel gemacht, wo alles perfekt war. Ich glaube, jeder hat schon mal mit der Sniper verzogen oder schön rumgespammt mit der DMA.
oder wie gerade eben hier so schön daneben geboxt. Ja, ich denke, die können wir nochmal mit Commentary hochladen. Aber jetzt hat erstmal, ich glaube, die V6 nochmal Vorrang, damit die Shenanes möglichst hochgeladen wird. Ja. Genau. Was ich noch sagen wollte, bitte nicht so viel irgendwie in den Kommentaren rumspammen, ja, ihr habt nichts drauf und die Gegner waren einfach nur scheiße. Ich denke auch, wenn die Gegner jetzt nicht so gut sind und wir eine Perfection hochladen, ist es doch trotzdem eine Leistung, eine Perfection zu schaffen. Denn ich denke mal, jeder Halo-Spieler kann ein bisschen mit dem DMA oder mit dem Sturmgewehr rumsprayen und ein paar Nades werfen. Und dadurch kriegt man meistens auch noch einen Tod. Also, wenn es euch nicht gefällt, dann sagt es einfach, aber nicht irgendwie beleidigen oder sowas und ja. Ja, das wollte ich auch nochmal ansprechen, Timo. Wenn ihr denkt, ihr habt es nötig, unsere Videos schlecht zu machen oder so, dann ladet was Besseres hoch, zeigt, dass ihr mehr was drauf habt. Aber ich mag vor allem die Leute nicht, die unsere Videos schlecht machen und dann nicht mal ein eigenes Video über Halo oder sowas drin haben und einfach sagen, ja, ihr wart schlecht, ich bin viel besser. Und ich meine, also, in unserem Clan gibt es circa ein halbes, ja, dreiviertel Jahr. Und uns gibt's noch nicht so lange. Ich bin jetzt auch erst seit circa 2 Monaten dabei. Ja, und wir werden nur noch besser, denke ich mal, hoffe ich zumindest. Da werden wir noch ein bisschen was raushauen. Und also nicht direkt rumflamen, wenn irgendwie jetzt mal ein Gameplay ein bisschen nicht das Beste ist. Yo, ihr habt da gerade gesehen. Okay, also. Ich hab. Yo, wir hatten hier gerade ein paar Probleme irgendwie. Ich weiß auch nicht, was gerade los war. Aber egal, auf jeden Fall habe ich hier gerade viele Leute down gemacht und Bullet ist gerade am Pushen der Flag. Also das sieht ziemlich gut aus. Da Rusher übernimmt jetzt. Da mache ich jetzt Snooker noch down und da ist die Flag drin. Da haben wir den Win. Also war ein gutes Game. Wir verabschieden uns. GGC, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, haut rein.